Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Subsistence. Die Sonne geht mal wieder auf und es ist für uns mal wieder Zeit, loszutingeln. Ja, nicht so ganz. Ich würde mir gerne heute erst einmal bessere Klamotten machen. Ne, ist auch schon überfällig. Wir haben immer noch unsere billige Hose. Das heißt, ich würde gerne hier umstellen, ne, auf die mittlere Hose. Sprich, dass wir einfach mal bessere Klamotten am Start haben. Ich meine, das Material dafür haben wir. Also warum nicht machen? Und ich bin dabei, uns einen weiteren Lockpick herzustellen, nachdem wir mal wieder keinen haben. Ne, wir sind out of Lockpick. So, vergleichen wir mal kurz die Werte. Die Hose bringt ein Damage. Ja, ein Damage. Und die neue Hose bringt 3 Damage plus einmal Temperatur, 1 Grad. Okay, also wir haben uns, denke ich, verbessert. Dann machen wir ein paar Racks draus, genau aus dem blöden Ding. Zack, haben wir wieder ein bisschen Stoff zurückbekommen. Läuft. So, der Strom ist hoffentlich gleich da. Was machen unsere Viecher? Schauen wir kurz. Das sieht alles gut aus. Die haben Eier gelegt. Jawohl. Also die Hennen zumindest, ne? Der Hase nicht. Der legt kein Ei. Zumindest wäre es mir neu. Ich möchte es nicht ausschließen. Aber soweit mir bekannt, macht der Hase hier das nicht. Ne, ist ja kein Osterhase. Er bringt keine Eier. Das tut er nicht. Nee. Ja, wir hatten in der letzten Folge Besuch. Es war sehr amüsant. Ne? Da sind gleich mehrere vorbeigekommen und wollten uns Brot und Salz vorbeibringen. Ne? So als nette Nachbarn macht man sowas ja. Wir haben uns artig bedankt. Mit ein bisschen Blei vom Kaliber 7,62, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Genau, 7,62, ne? Standardkaliber. Standard-Dankeschön quasi von uns. Für die Kollegen, die ja regelmäßig vorbeischauen und uns nur das Beste wünschen. So, jetzt pass auf, Lockpick. Zack. Bäm, jawohl, läuft. Zeug einsortieren. Alles klar, so hier in die Futterkiste. Alles muss drin. So, wir müssen Wasser holen. Holz habe ich auch schon wieder, genau. Also dann hier aufholzen oder wie man das da so nennt. So, ja, Ketra hat geschrieben, wegen dieser Türe, die könnte problematisch sein. Wenn die Hunters hier durchkommen, dann könnt ihr unsere Kisten looten. Ja, das stimmt. Das stimmt, das hatte ich so eigentlich gar nicht bedacht. Man könnte jetzt die Kisten auf den Dachboden ziehen, allerdings hat man dann das Problem, dass ich die BCU im Erdgeschoss habe und die Kisten sind im ersten Stock. Also da bin ich wahrscheinlich nur am Hin- und Herlaufen und das will ich mir ehrlich gesagt ersparen. Da habe ich nicht den Nerv zu. Deswegen, das Risiko gehe ich ein. Ne? Wenn die Hunters bei uns wirklich reinkommen sollten, dann haben sie es sich verdient, dass sie ein bisschen looten können. Naja. Okay. So. Ich habe übrigens vor, das Ganze durchaus realistischer zu gestalten hier. Das heißt, auch wenn wir nicht auf Hardcore spielen, aber ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich sage, wenn wir hier hops gehen, dann ist vorbei. Na, das macht die ganze Sache noch ein bisschen interessanter, wie ich finde. Und ich meine, wäre ja dann auch kein Problem. Ne, denn wenn wir wirklich hops gehen sollten, dann machen wir halt Pause. Dann sind wir quasi tot. Und ne, der Entwickler bringt ja immer wieder neuen Inhalt. Also wäre ja dann vielleicht auch mit einem gewissen Abstand ganz nett, dann vielleicht mal wieder reinzugucken. Und vielleicht dann ja auch im Multiplayer mal schauen, ob sich da vielleicht was ergibt. Ne? Ob der eine oder andere sich dieses Spiel dann auch holt. Weiß ich alles noch nicht. Nur mal so ein paar Gedanken laut formuliert, so vor mich hingedacht. Oh, schau mal hier. Genau, falsches Werkzeug. Zack, den brauchen wir. Bisschen Zink an den Start bringen. Dankeschön. Zink am Triumphboden erbogen. Genau. Da ist der Wolf, den habe ich gesehen. Da ist der Bär, den habe ich auch gesehen. Da ist die schöne Kiste, die habe ich auch gesehen. Was er alles sieht, der Obi. Bis zu dem Moment, wo er plötzlich zu wenig sah und starb. Genau. Kleine unwichtige Details übersehen. Voll in die Hunter reingelaufen oder in die Bären oder was auch immer. Das ist ihm durchaus zuzutrauen. Mit seinem Leichtsinn.
Naja. Hier ist der Zaun, genau, da ist Arealgrenze. Na, aber sehr übersichtlich heute hier, ne? Was so das Loot angeht. Da hatten wir durchaus schon mal etwas mehr Dusel. War das Spiel schon mal etwas großzügiger früher? Ist uns da, ah ja, da drüben, okay. Ist uns etwas entgegengekommen. Naja, was ist das? Scrub. Danke. Und das da drüben ist auch Scrub. Jo. Scrub Metal. Wie sieht's mit Essen aus? Ja, ist alles okay bei uns. Da sind wir frisch. Okay, dann könnten wir hier, denke ich, eine kleine Angelrunde einlegen. Hier sind keine Gefahren derzeit. Keine ungebetenen Gäste. Also dann raus mit der Angel. In diesem herrlich strahlenden Sommertag. Wobei, was heißt Sommertag? Es ist eigentlich immer schön, gell? Es gibt hier keinen Regen, es gibt hier keinen Schnee. Hier ist immer schön, da lässt sich's aushalten. Zack. Und der Fisch beißt sofort. Ach, wunderbar. Also nur ein kleiner Fisch. Okay. Naja. Kleiner Fisch ist besser als kein Fisch. Naja, ist wieder ein bisschen Öl. Ich muss mal positiv sehen. Diese Idylle. Diese Ruhe, diese kosmische. Hau mir halt die Schnauze, hier ist keine Ruhe. Okay. Sag nichts mehr. Ich bin schon ruhig. Ja, in der letzten Folge haben wir eh schon viel zu viel Krach gemacht. Wir haben unsere Nachbarn geblättet. Wir haben die Pumas geblättet. Ja, da war schon was los. Ja, den Wind, das Rauschen des Windes, die Strömung. Ah, entschleunigend. Genau, komm, sage ich, entschleunigend, beißt der Fisch an. Wieder bloß ein kleiner. Spiel ärgert mich schon wieder. Ach, was will ich mit den kleinen Scheißern hier? Ist doch so voll übel. Na gut, komm, einen Versuch machen wir noch. Einen Versuch noch, einen großen bitte. Nö, der reicht dann für heute wahrscheinlich sogar, was das Essen angeht. Einen großen? Beiß an! Los! Es würde mich jetzt echt mal interessieren, was dieses bisschen, ne, diese 2% mehr Schutz, was die ausmachen. Wir haben uns von 8 auf 10% verbessert. Das müsste eigentlich jetzt im Verhältnis schon was ausmachen. Wir haben quasi 25% Rüstung draufgepackt. Da kommt der Wolf. Habe ich gesehen. Du kannst dich nicht anschleichen. Da kommt der Osterhase. Schau an. Da geht der Osterhase. Nachdem er uns gesehen hat. Naja. Jetzt komm, anbeißen. Mir fällt der Arm ab. Die Angel ist schwer mit der Zeit. Ach, dieser Fisch. Ich habe jetzt keine Ruhe mehr. Es regt mich jetzt auf.
Ich will jetzt nicht. Halt, Wasser, mein Gott. Das hätte ich wieder gehört. Hobby, du warst am Wasser und hast deine Wasserflaschen nicht aufgefüllt. Ja. Gerade noch gemerkt, Leute. Das hätte ich wieder gehört, ich weiß es. Das hättet ihr mir original aufs Brot geschmiert. Und völlig zu Recht. Völlig zu Recht. Und der Hobby wieder so unkonzentriert ist. Da ist noch eine Kiste, aber da ist auch der Level 1 Bär, oder? Ja, Level 1 Bär, okay. Naja, man muss nicht unnötig Munition vergeuden. Also dann. Der Wolf. Lass uns mal ein bisschen bergauf schauen. Ja, ja. Ja. Geht mir auch so, mein Magen knurrt auch. Ich könnte echt was essen. Also, in echt jetzt. Fällt mir gerade so auf, ne? Das sind die Momente, wo man gerade am Zock ist und denkt, ach, jetzt könnte ich eigentlich was essen. Und dann denkt man sich, ach, nö, du jetzt. Ne? Zock gerade so schön und irgendwann hast du das dann verdrängt. Und dann ist spät und dann denkst du, ja, jetzt willst du auch nichts mehr essen, so vorm Schlafen gehen, ne? Sollst du dich ja nicht unbedingt vollstopfen. Schläft man bloß schlecht. Ist nicht gut. Vor dem Schlafen gehen sich den Wanst voll knallen. Na, schau an. Der nächste Kollege. Na gut, gehen wir halt zu den Fischgründen der Osagen. Könnten wir auch mal wieder angeln, ne? Haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht dort. Wir sind meistens bloß daran vorbeigelaufen. Aber geangelt haben wir dort schon länger nicht mehr. Dabei müssen wir die Osagen doch auch ehren. Die alten Indianer. Fühlen sich da auch gebauchpinselt. Nu, da war doch eine Tasche, oder habe ich mich verschaut? Das sah echt aus wie eine Tasche. Ich glaube, ich habe mich verschaut. Na gut. Da ist der Wolf, ja, alles klar. Muss ich jetzt nicht. Er kommt natürlich hinterher, ist ja logisch. Oh, Mammutbaum, Moment. Nehmen wir noch schnell mit. Ne? 6 Holz plus Raupe. Alles klar. Jo. Ja, es ist immer noch erstaunlich ruhig. Ich traue dem Braten halt überhaupt nicht. Noch ist es ruhig, ne? Und 2 Sekunden später. Sehnst du dich nach der Ruhe? Dann ist nämlich vorbei. Es kam von euch die Frage, ob man im Fluss angeln kann. Sollte ich vielleicht auch kurz drauf eingehen. Ich meine, wo damals dieser Fisherman's Patch kam, also dass man jetzt auch fischen kann. Ich meine, dass es damals geheißen hat, nein, das geht nicht. Im Fluss kannst du nicht angeln. Das geht wirklich bloß am See, beziehungsweise am Tümpel. Ich glaube das jetzt einfach mal. Also ich muss das jetzt nicht ausprobieren. Aber ich glaube das einfach mal. Sapalot, hier sind ewig viele Viecher unterwegs. So, ich glaube, hier will ich gar nicht angeln momentan. Ja, ich glaube, ich gehe mal lieber eine Runde schwimmen. Schau mal, ob es einen Sandstein gibt. Da unten nämlich. Da ist der Sandstein, jawohl, meins.
Scheiße, okay. Ich brauche Luft. Schnell. Ja. Und wieder hinunter. Glaubst du, ich habe jetzt nichts abgebaut? Kannst du das abbauen? Nee, der lässt ihn nicht abbauen, okay. Spannend. Passt irgendwas mit der Hitbox nicht? Naja, du ertrinkst, das habe ich mir gedacht. Es war zu tief einfach. Ich war, oder was heißt zu tief? Ich war einfach zu lang unter Wasser. Das war das Problem. So, kurz mal gegenchecken. Okay. Ich glaube, wir können mal kurz angeln, ne? Ja, wir versuchen es hier mal schnell. Ne, unser Abendessen. Brauche ja auch was zu beißen. Ansonsten müssen wir unseren Hasen opfern, unseren Osterhasen. Eine Woche vor Ostern, ey. Was für ein Frevel. Osterhase überlebt die K-Woche nicht. Was will man uns damit sagen? Genau. Keine Ostereier. Kein Osternest. Na, was ist? Komm, auf geht's. Na, heute ist echt ruhig. Heute ist es brutal ruhig. Habe ich den Generator zu Hause ausgemacht? Scheiße, ich glaube nicht, gell? Ich habe es vergessen. Ich glaube, ich habe es vergessen. Oh, das ist ein großer, oder? Ja, das ist, glaube ich, ein großer. Gibt doch was zu Abendessen, Jungs. Jawohl, der dicke Otto hier, schau mal. Oh, schöne. Okay, der reicht mir. Der Otto reicht mir. Ja, es ist Mittag, genau, passt. Wenn wir zu Hause sind, gibt es lecker Fischfilet. Wir schauen jetzt noch ein bisschen rum. Vielleicht gibt es noch was Hübsches für uns. Zum Beispiel eine leckere Lockpick-Kiste. Haha, genau. Aha. Oder einen schönen Mammutbaum, so wie hier zum Beispiel. Oh! Was ist das denn? Zwei Stück sind es. Uiuiui. Zwei Deppen. Scheiße. Scheiße, scheiße. Reloading. Die sind zu dritt. Die sind zu viert. Die sind zu viert, Leute. Boah, krass. Schnell weg. Ich habe keine Verbände. Wie ist das denn bitte gegangen? Und ich kann die Looten-Dinger, die Lootboxen nicht mitnehmen. Verdammt. Oh, Leute, Leute. Die waren zu viert. Vier Gegner auf offenem Feld. Nee, sorry, da hau ich ab, ey. Oh, oh, da geht schon. Ich loote, Mist. Jetzt habe ich ein Problem. Ich habe keine Bandage, ich kann die Blutung nicht stoppen. Jetzt habe ich ein richtiges Problem. Und ich habe fast keine Stamina mehr. Okay, Stamina-Pack einwerfen. Boah, zum Glück haben wir die Stamina-Packs. Oh, oh. Überleben wir das, bis wir zu Hause sind, Leute? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war's. Ja, klar, logisch. Oh, komm, jetzt kommt der dicke Bär auch noch. Shit, ich muss oben rumlaufen.
Wenn ich unten laufe, hat mich der Hunter. Oh shit. Mist. Letztes Stamina-Pack opfern. Beten, dass die Blutung aufhört. Bär, lass ab, geh weg. Okay, der Bär ist weg. Die Blutung hat aufgehört. Boah, Alter. Wie nennt sich das jetzt? Nahtoderfahrung, oder? Kann man das so nennen? Nahtoderfahrung? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, das wird der Sache... Boah. Das wird der Sache echt gerecht. Junge! Was geht denn hier ab, Mensch? Was ist hier auf einmal los in dem Spiel? Alter, Verwalter, da. Fast draufgegangen. Und das nur, wenn man sich mal kurz verschätzt hat. Ich mir gedacht habe, okay, den einen, den hau ich weg. Dann kam der zweite, okay, dann hau ich den auch noch weg. Dann kommen Nummer 3 und 4. Dann ist man mal kurz ein bisschen heiß geworden, da. Verdammt. Ach. Das war jetzt teuer. Das war jetzt richtig teuer, Leute. Ein Health Pack plus 2 Stamina Packs aufgebraucht. Das klingelt im Ressourcenbudget. Mann, Mann, ey. Naja. Okay, also erstmal hier kleine Stärkung. Okay. So, erstmal beruhigen. Was brauchen wir für Health Kit? Biofuel und Stoff. Okay, einmal zweimal. Für Adrenalin brauchen wir einmal zweimal. Okay, also das Schlimmste ist überstanden. Wir sehen wieder ganz gut aus. Dann dafür brauchen wir die komischen Heilpflanzen. Da haben wir mehr als genug. Na, da wär's fast vorbei gewesen. Leute. Da wär's fast vorbei gewesen. Die Ironie des Schicksals, ich hab's doch angesprochen. Ich hab noch gesagt, wenn wir tot sind, sind wir tot. Spiel aus. Ja, da hat nicht viel gefehlt, Leute. Da hat heute nicht viel gefehlt. das war mal richtig geschmeidig, du. So, ja, ich habe vergessen den Generator. Tatsächlich. Ich Idiot. Oh. Ich habe den Lockpick gar nicht mitgenommen. Oh Gott, ich bin ein Idiot. Oh, ich töne auch noch rum, weißt du. Ja, Lockpick, ja, alles klar, Hobby. Oh je. Ohne Worte. Nix sagen. Bitte, bitte einfach nix sagen, okay? Gut. So, nimm die 2 Bandagen mit. Der Hobby. Was macht er nur, ey? Was macht er nur? Was macht er nur für Blödsinn, der Hobby? So. Okay. Achso, genau. Nach unseren Viechern schauen. Moment. Split One. So, das Zeug verfüttern wir mal draußen. Oh Gott, völlig verpeilt hat der gute Mann wieder. Völlig verpeilt, Onkel Haubi. Okay, das passt erstmal. Das ist in Ordnung. Oh. Da wäre es jetzt echt vorbei gewesen heute. Da muss ich mich erst einmal an den Gedanken gewöhnen, dass wir gerade richtig, richtig Dusel hatten. Aber mal original Dusel. So, das ändert jetzt aber nichts daran, dass mir das stinkt. Dass ich das Zeug habe zurücklassen müssen, das gefällt mir nicht. Das will ich nicht. Ich will die Boxen haben, ich will die Lootboxen. Ich hoffe, ich finde das jetzt wieder. Wie viel Zeit haben wir? Die Sonne ist schon ein bisschen tiefer. Ich hoffe mal, die Hunter sind wieder nach Hause. Und campen jetzt da nicht irgendwo. Ne, die haben sich da zu viert. Heimlich still und leise.
Haben die sich da einen Lustigen gemacht? Und ich hab's nicht gemerkt. Und renn halt dann voll rein, ne? Original. Geile Geschichte. Sehr geile Geschichte. Okay, aber wenigstens sind wir wieder frisch. Heißt, unsere Ausdauer kommt wieder. Jetzt gib ihm Saures. Komm, hopp, 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 Hobby. Renn, lauf. Lauf, Forest. Ich denke da nichts Böses und da steht plötzlich der Otto vor mir da. Ja, ich meine, wir haben zwei Schüsse abgegeben. Beide getroffen. Zwei Tote, aber dann kamen die anderen. Und das war mir dann, da wären wir wahrscheinlich hops gegangen. Und ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass wenn wir uns nicht diese neue Hose gebaut hätten, dann wären wir wahrscheinlich auch hops gegangen, weil diese 2% zusätzlich Damage Protection, ich glaube, das hat schon was gebracht. Bin mir ziemlich sicher, dass das was gebracht hat. So, das sind die Osagen-Fischgründe. Genau, da waren wir. Aber jetzt wird es dunkel. Leute, jetzt müssen wir uns echt... Müssen wir uns echt beeilen. Muss bloß der dumme Bär von uns ablassen. Irgendwo hier war das. Genau, wir sind hier runtergegangen. In Richtung See. Ich glaube, hier oben war ich noch. Dann bin ich da runter. Ah! Schau an. Okay, da ist der erste. Aber die Kisten sind weg. Ja, scheiße, die Kisten sind weg. Die Habe der KI. Diese Dropboxen, diese Lootboxen. Shit. Ganz umsonst das Leben riskiert. Ja, es ist ärgerlich. Das ist jetzt echt ärgerlich. Ja, zwei. Zu zweit sind sie. Der eine mit dem Helm. Oh, das Level 2, Moment. Oh, nee, okay. Mist, 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 Mist. Die haben mich um meinen Loot beschissen, ey. Ganz ehrlich. Das finde ich nicht lustig. Die haben mich um meinen Loot beschissen. Die Burschen. Na gut. Ich habe zumindest zwei von den Deppen wieder nach Valhalla geschickt. Naja. Der Punkt ging an uns. Aber leider das Loot nicht. Na gut. Müssen wir schauen, dass wir heimkommen, weil sonst wird es dunkel und dann ist ganz schwierig. Tja. Haben wir natürlich noch mehr Freunde, ne? Jetzt werden die uns künftig auch besuchen kommen. Ich habe so den Eindruck, immer wenn man die Hunters angreift, dann merken die sich das, dann wissen die, wo man wohnt und dann kommen die in schöner Regelmäßigkeit zu Besuch, zum Stell dich ein, um einem die Hand zu schütteln. Vielleicht auch mehr. Boah, jetzt wird es echt dunkel, Leute. Jetzt sehen wir wieder nichts, ne? Ja, die Hunters hier in, links hat man schon kurz diesen bläulichen Schein gesehen. Ne? Der Glowstick. Ah, Kiste. Danke. Ihr seht wahrscheinlich auch nichts, gell? Ja, ich nehme mal den Glowstick in die Hand. Oh, schau, die haben Strom, die Jungs. Die haben Strom. Ja. Das ist der scheiß Bär, verdammt. Mann, Mann, Mann.
Läuft mir der Bär natürlich hinterher, ne? Bäh. Und ich habe keinen Screenshot. Oh, ärgerlich. Ja, muss ich mir aus dem Video wahrscheinlich einen rausschneiden. Ja, da war heute definitiv was los. Es war doch nicht so langweilig wie gedacht. Ne, fast hops gegangen. Gerade noch so. Aber ums Loot beschissen. Ne, das... Oh Mann, bitter. Einfach so ums Loot beschissen. Das ist echt hart. Komm mal, die Funzel an. Nur ein bisschen Energie verschwenden. Oh, immer keine Energie mehr. Oh, aber die Masse ist fast oben, ne? Cool. Hat unsere Energie fast gereicht, um mir die Masse hochzuprügeln? Okay, so, wir craften uns noch ein bisschen Cordage. Wir haben so viel Nägel, schau mal hier. Ich könnte eigentlich noch ein Dach bauen, gell? Ja. Achso, brauche ich noch mehr Nägel. Noch ein Dach. Was kostet komische Solarzelle? Ich kann mir das auch nicht merken. 500, 200 von dem, 50 Kupfer, 30 News. Ja, das ist... Könnte man auch mal angehen, gell? Ja. So eine hübsche Solarzelle. Split half. So, haben wir das Ding mal da rein. Zack. An den Otto. Du kommst dann da rein, du kommst da ran, du kommst da ran. Du kommst da ran. Achso, was soll ich denn hier? Ich habe ja noch einen hier. Zack. Was macht's Holz? Das Feuer meine ich. Was macht das Holz genau? Wie sehr schön. Was macht jetzt Holz? Weiß nicht. Was macht Holz? Oh, was macht Fertilizer? Genau. Was macht Fertilizer? Hm? Mal kurz gucken, was der Fertilizer macht. 20 macht Fertilizer. Mhm. Zack. Okay. Was, der Cotton ist fertig? Echt? Wow. Na dann. Cotton ist fertig. 6-mal Cotton. Und dann können wir mal ganz geschmeidig wieder ein Tomato hinklatschen. Ja, und unsere Hühnchen, die machen immer noch keine Pause, ne? Die gackern immer noch rum, anstatt dass sie mal eine Runde pennen. Nö. Wieso denn? So, dann wollen wir hier mal das Dach drauf zimmern. Ne, das gefällt mir nicht. Das drehen wir noch. Jawohl, so passt es nämlich. Zack. So sieht es doch hübsch aus. Jawohl. Also Dach Nummer 2 ist drauf. Läuft bei uns. Die Hälfte ist überdacht. Wer hätte das gedacht? Genau. Über die Wortspiele. Okay. Hallo? Geh pennen, du. Ich sag's dir. Na schön. Also, Leute, das war's für heute mit der Folge Subsistence. Ich sag vielen Dank. Wir machen mal wieder das Licht aus. In diesem Sinne, gute Nacht. Ja, vergesst nicht, das Video zu bewerten, gell? Allein dafür, dass es schon fast vorbei gewesen wäre, ne? Ja, beim nächsten Mal wieder einschalten. Vielen Dank dafür. Wir sehen uns wieder. Bis dahin.